Na, mein Rudi, was gibt's? Du wolltest den Kindergartenkindern die Schule zeigen? Hast vergessen, welche Klasse wo ist? Und wie geht's dir dabei? Nicht so gut. Aber Rudi, das macht gar nichts. Das passiert schon. Du bist bestimmt auch ein bisschen aufgeregt, oder? Soll ich dir und den anderen Kindern noch mal die Schule zeigen? Würde dir das helfen? Ja. Würde das dann ein guter Ausgang werden? Musst du dann weiter aufgeregt sein? Nee, ich glaube, dann wäre alles gut. Na gut, Kinder, dann mal los. Wir stellen uns an der Tür auf. Als erstes zeige ich euch den Raum, wo man arbeiten kann und wo Frau Jansen und die anderen Lehrer das Bastelpapier haben. Kommt mit. Einmal die Tür zu machen. Und dann gehen wir hier rein. In diesem Raum kann man arbeiten, in kleinen Gruppen, als Partner, aber auch alleine. Und wir haben hier Bastelmaterial. Und wie ihr seht, spielen kann man hier auch. Jetzt gehen wir hier wieder raus und ich zeige euch den Kunstraum. Der geht da längs. Kommt alle rein. Hier ist der Kunstraum. Hier werdet ihr Bilder malen und basteln und zeichnen, tuschen und lauter so eine Sachen. Wir haben hier ein Regal mit ganz vielen Materialien. Wir haben hier genug Platz. Und hier haben wir auch noch andere Materialien. Das ist aber noch nicht so wichtig. Jetzt gehen wir nach unten. Ich zeige euch einen wichtigen Raum, die Kellybude. Dazu müssen wir die Treppe runtergehen. Kommt mit. Vorsicht, hintereinander, nicht drängeln. Einmal um die Kurve. Und dann gehen wir da längs. Und wenn ihr da hinguckt, da wo die Tür gerade auf ist und das Licht brennt, da ist die Kellybude. Da sitzt Frau Streubel, unsere Schulsozialarbeiterin. Die wird auch viel mit euch machen. Wir gucken uns ihr Büro an. Genau. Jeder kann einmal gucken. Frau Streubels Schreibtisch. Ein Regal. Ein gemütliches Sofa. Jetzt geht's zur dritten Klasse, der Klasse von Frau Chrisin. Die ist gleich nebenan. Hier seht ihr eine ganz normale Schulklasse. Wir haben Doppeltische, die kann man auch anders hinstellen. Hier ist es jetzt so. Die Tafel wie bei uns im Raum. Waschbecken. Ablagen für die Kinder. Auf zum Musikraum. Wir gehen wieder aus der Klasse raus. Kellybude wollen wir nicht, Musikraum, andere Richtung. Kommt ihr alle mit? Ja, ne? Kommt alle rein, hier ist der Musikraum. Und unsere Musiklehrerin heißt Frau Oberjahrt.
Die lernt ihr auch noch kennen. Hier gibt es Instrumente. Soll ich mal? Das klingt schön. Wir haben Gitarren und wir haben ein Klavier. Im Regal seht ihr ganz viele Trommeln. Jetzt geht's zum Schulhof. Kommt mit. Rechts rum. Hier nochmal rechts. Da seht ihr nochmal die Treppe zu unserem Klassenraum. Und wir gehen auf den Schulhof. So. Einmal warten bitte. So, in den Pausen spielt ihr auf dem Schulhof. Den erkläre ich euch noch auf dem Rückweg. Wenn ihr hier hinguckt, seht ihr den Weg zur Turnhalle. Ich glaube, jeder von euch war schon mal in der Turnhalle, ob beim Kinderturn oder mit Iris, weiß ich nicht, aber ich glaube, ihr kennt die Turnhalle. Dann gehen wir hier längs. Da geht's in die Turnhalle. Wenn ihr jetzt da längs guckt, seht ihr das alte Gebäude. Und da gehen wir jetzt mal hin. Hier sind Bänke, da kann man drauf sitzen. Hier ist unser kleiner Schulgarten. Da kümmert sich Frau Kresin immer gerne drum. Und da ist der Eingang zur Schule. Da gehen wir jetzt mal rein. Ihr seht, hier sind die ganzen Zertifikate, die die Schule schon hat. Und der Briefkasten. Und gleich, wenn wir drinnen sind, könnt ihr hier ausnahmsweise einmal ins Lehrerzimmer gucken. Hier machen die Lehrer Pause, trinken Kaffee, arbeiten und telefonieren viel. Da hat jeder seinen Platz. Jetzt drehen wir uns um und gehen hier längs. Hier hat unser Hausmeister sein Büro. Den dürften auch viele kennen. Der sitzt hinter dieser Tür. Wenn wir hier durchgehen, kommen wir zum Büro. Hinter dieser Tür die arbeitet gerade. Sitzt die Schulleiterin Frau Hennigs. Und in diesem Raum, könnt ihr auch einmal reingucken, guckt mal hier rein. Da steht der Kopierer, ganz viele Bücher, aus denen wir Aufgaben und so weiter kopieren. Hier werdet ihr nicht so oft sein. Jetzt zeige ich euch den Klassenraum der jetzigen ersten Klasse. Von denen kennt ihr bestimmt noch vom letzten Jahr aus dem Kindergarten, Kinder. Kommt mal mit. Ausgang, Lehrerzimmer. Oh, und fast vergessen, kommt mal mit. Hier geht es nämlich längs zur ersten Klasse. Hier haben wir unser Sofa. Und auf unserem schönen blauen Sofa sitzen die Kinder, die sich vielleicht wehgetan haben, die abgeholt werden wollen, weil es ihnen schlecht ist. Und manchmal auch die Kinder, die Mist gebaut haben. Bis wir sagen, so, nun haben wir den Stress geklärt, es ist gut ausgegangen, los geht's. Wir gucken uns die erste Klasse an. Ihr seht einen Flur,
die Garderoben. Hier geht es einmal Schlängel, 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 Schlängel. Und ihr seht, hier ist die erste Klasse. Hier stehen die Tische auch wieder anders als in der dritten Klasse. Könnt ihr euch einmal umgucken. Alles ist da. Tafel, Lehrerschreibtisch, sogar eine Gitarre. Wir gehen wieder raus. Alle hinter mir her. Es ist 12 Uhr, Feueralarm, das kennt ihr aus Altdubenstedt steht ja schon. So, hier haben wir auch noch eine Klasse. Ihr seht, da hinten haben wir den Monitor. Hier stehen die Tische. Und das ist eine Glocke, ein Leisezeichen. Sowas Ähnliches benutzen wir auch. Jetzt kommen wir zum letzten Raum. Wieder raus. Hier geht es zur ersten Klasse. Wir biegen hier ab. Und hier ist noch ein Gruppenarbeitsraum, der ein bisschen größer ist. Jetzt kennt ihr alle wichtigen Klassenräume und Räume aus der Schule. Wir gehen zurück zum Schulhof. Hier links, da sehen wir ihn schon, Vorsicht bei der kleinen Treppe. Wie schön die Glocken klingen von der Kirche, nicht wahr? Genau. Den Schulhof, glaube ich, kennt ihr auch alle. Haben wir Klettergerüste, Sandkisten, Pferde. Und dann gehen wir noch mal zu dem kleinen Häuschen. In dem kleinen Häuschen ist nämlich das Spielzeug. Und jede Klasse hat Spielzeugdienst. Aber das lernt ihr nach den Sommerferien, wenn ihr die neuen Erstklässler seid. Wir freuen uns. Gehen wir mal wieder zurück in die Klasse. Ich glaube, ihr könnt gleich alleine hochgehen. So. Jetzt meine Frage, Rudi, kannst du dich erinnern, wie es in der Schule ist und welche Klasse an welchem Ort ist? Ich glaube schon, oder? Tschüss, bis bald!